Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Risen. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, dieses Mal mit neuem Mikrofon. Ja, ich habe mir mal wieder ein neues Mikrofon gegönnt, um einfach, ja, in der Hoffnung, dass meine Sprachfehler dadurch besser werden. Ich denke nämlich, das lag eindeutig am Mikrofon, deswegen strenge ich mich jetzt ganz besonders an, nicht mich zu versprechen. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Genau, wir haben ja unser Taschendiebstahl bzw. unser Diebstahltalent so weit hochgelevelt, dass wir sogar jetzt hier rein können. Deswegen gucken wir da mal kurz rein, was uns da drin erwartet. Ich hoffe natürlich viel. Links, rechts. Hä? Hat funktioniert. Ich weiß zwar nicht wie, aber es hat funktioniert. Was haben wir? Was? Eine Bombe, alles klar. Pulverfass. Patronenbeutel. Schrotmunition nehme ich alles gerne mit. Noch irgendwas? Und natürlich noch eine Truhe. Sieht gut aus. Hä? Also manchmal verstehe ich das aber nicht. Was haben wir denn hier? Duell-Ding. 30 bis 70 Schaden. Stichwaffen plus 15 nehmen wir natürlich mit Pulverfass. Ein kleines Fass voll Schwarzpulver wird durch einen Schuss zur Destination gebracht. Kein Talent benötigt. Schaden 150. Kugeln nehmen wir natürlich mit und das Schrot auch. Und wir rollen raus. Gleich mal gucken im Inventar. 30 bis 70 ist echt... Legen wir auf jeden Fall an. Die Bombe, das sind sozusagen Wurfwaffen. Schaden 300. Kein Talent benötigt. Detonationszeit 4 Sekunden. Eine mit Pulver gefüllte Eisenkugel mit kurzer Lunte explodiert nach einiger Zeit und verursacht Flächenschaden. Können wir für Notfälle bestimmt gut gebrauchen. Aber wir haben jetzt einen Degen. Gefällt mir sehr gut. Hi. Fass hier bloß nichts an. Oh, habe ich schon zu spät, tut mir leid. Ah ja, genau. Wir haben ja letztes Mal den legendären Gegenstand gefunden und ich habe da was herausgefunden. Und zwar haben wir hier ja die Sammlung und da ist jetzt dieser Pulverbeutel abgebildet mit Pistole 10. Ist unverkäuflich, heißt er ist dauerhaft aktiv. Wir haben also direkt dadurch mehr Pistolen Power. Und es ist im Prinzip unser erster legendärer Gegenstand. Es ist sehr, sehr gut, dass wir den gefunden haben. Freut mich. Vielleicht treffen wir jetzt auch mal wieder was. Hi. Geh bitte. Oh, oh, Entschuldigung. Ja, entferne dich. So, jetzt wo... Ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Das ist schon wieder die Aufnahme, schon wieder eine Weile her. Ich bin kein Schmied. Aber wir gucken jetzt noch mal kurz rum, ob wir vielleicht hier neue Schlösser öffnen können. Hier war nichts mehr. Haben wir hier noch irgendwie eine Truhe? Ja, okay, die ist neu, die wir öffnen können. Das ist sehr schön. Einmal durchfahren. Okay. Zack, 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 zack. Und jetzt rüber. Ein Grog. Und da war noch fünf Fleisch, glaube ich, drin. Ich habe außerdem alles neben gedrückt. Jetzt ist es so. So, unsere Diebestour geht weiter. Wir gucken mal hier. Da haben wir ausgeraubt. Ja, ja, ich gehe schon wieder raus. Von dir will ich gerade nichts. Wir gucken jetzt trotzdem nochmal oben. Wenn, dann will ich natürlich alles mitnehmen. Wir dürfen nichts verpassen. ...65, hey. Oh, aber hier kommen wir jetzt rein. Oh mein Gott. Nichts, nichts, nichts. Jetzt. Rüber, rüber. Okay. So, okay, jetzt haben wir's. Jetzt bin ich gespannt. Ja, wow. Immerhin Rotwein, das sind 100 Gold. 90 zum Öffnen. Was verlangen die eigentlich?
Hi. Mir kam zu Ohren, dass der Wilde abgehauen ist, den wir in den Turm gesperrt haben. Und er hatte dabei Hilfe. Und? Lass dich nicht mit den Molukken ein. So, die wollen ja, dass wir für die arbeiten. Ich bin mir immer noch... Doch eigentlich, ich habe mir mittlerweile überlegt, wem wir uns anschließen. Und ich glaube, es ist doch den Molukken, weil sie mir einfach leid tun. Ups, hi. Ich habe hier nichts verloren. Wir gehen kurz hier rüber. Haben wir Silberzunge mittlerweile genug, um die anzusprechen? Diebeskunst 50. Das hat sich gelohnt. Häutungsmesser. So gut bin ich. Ach, mit der Diebeskunst können wir doch alle beklauen. Bloß, wir brauchen die erstmal hoch genug, damit das angezeigt wird, oder wie? Ich weiß gar nicht, ob das damals schon angezeigt wurde bei ihr. Ein Häutungsmesser. Warum eigentlich nicht? Vielleicht sollten wir die Leute dann alle nochmal ansprechen. In der Hoffnung, dass wir noch was ergeiern können. Ich kann dir nicht helfen. Nein, dann halt nicht. Oh, ich bin so gehypt. Auf jeden Fall haben wir noch einen Rotwein gefunden, was sehr, sehr, sehr gut ist. Hier kommen wir nicht weiter. Okay, was wir aber diese Folge definitiv noch machen ist, je nachdem wie die Zeit natürlich reicht, ich hoffe nicht in der nächsten, wir haben ja jetzt so gut wie alles hier erledigt, dass wir uns jetzt doch den Molukken langsam anschließen, weil ich würde Magie bevorzugen als alles andere, also beziehungsweise nein, als jetzt habe ich keine Zeit. Dieses Munitionsschussgewehr. Das will ich immer noch lernen. So, was wir auch nochmal kurz machen ist Charakterattribute. Wir haben 10.000 Ruhm mittlerweile. Boah, wir könnten Gerissenheit nochmal hochskillen. Wollen wir das? Wir haben ja jetzt schon Diebeskunst 50, was wirklich sehr, sehr gut ist. Der Vorteil ist natürlich Ring des Diebes plus 10 und dass wir das schon zweimal gelernt haben. Silberzunge unbedingt müssen wir hochkriegen. Ganz wichtig. Und natürlich hier. Das müssen wir auch hochkriegen. Pistole haben wir schon 40 durch den Pulverbeutel und die Pistole selber. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Heißt, vielleicht verfehlen wir jetzt mittlerweile auch nicht mehr. Klingenfest sind wir auch schon sehr gut. Kugelsicher, einschüchtern haben wir noch fast nichts. Durch den Trank haben wir plus 1 bekommen, warum auch immer. Okay, cool. Oh, das wird noch interessant. Wir skillen jetzt einmal Klingen hoch, damit wir da mal ein bisschen vorankommen und vielleicht doch mal ein bisschen mehr Schaden machen. Die Truhe haben wir bestimmt schon geöffnet. Ja, okay. Dann geben wir jetzt oben noch unten noch den Rotwein ab und dann würde ich sagen, gehen wir ins Molukkendorf. Okay, der ist da noch drin. Ich wollte vielleicht oben entlang gucken, aber ich glaube, das können wir immer noch nicht öffnen. Ist was. Halt bloß den Kopf unten. So, hi. Hier hast du noch eine Flasche. Danke. 100 Gold. Hier hast du noch eine Flasche. Danke. 100 Gold. Lass uns handeln. So, wir verkaufen noch unseren Müll. Jetzt, wo wir noch dabei sind, wir haben nämlich 2 Säbel, die weg können. Das Entermesser kann eigentlich weg. Der Piratensäbel kann weg. Korallenschwert kann weg. Speer kann 5-mal weg. Bombe behalten wir, die Nüsse auch, den Krumm durch. Brauchen wir nicht verkaufen. Benutzbares Plunder. Häutungsmesser haben wir 1 geklaut, dann können wir 1 verkaufen. Ratschloss Hammer. Ganz normaler Hammer können wir, glaube ich, auch 1 verkaufen. Rostfleisch 5 können wir nachher noch umwandeln. 49 Krallen haben wir mittlerweile. Ein Schädel, Zähne, Sichel, Knochen, Muscheln haben wir 17, die können wir auch mal öffnen. 3 Perlen, Saphir, Smaragd, Jadestein, 50 Gold und die ganzen Massen, das behalte ich hier aber alles mal, weil je nachdem, ob wir das für die Alchemie und für die Tränke brauchen, will ich es, bis wir das wissen, erstmal doch beibehalten. So, wir gucken kurz ins Lochbuch. Ich habe das Heft des Schwertes Seelen Rufe gefunden. Wenn ich die Klinge finde, kann ich vielleicht reparieren. Ja, das ist gut. Das sind die legendären Gegenstände. Sonst haben wir hier gar nichts mehr zu tun. Hilfe gegen wo? Das ist die letzte Quest.
Also haben wir wirklich alles erledigt. Ich bin verwundert. Auf das Schiff kommen wir wahrscheinlich immer noch nicht drauf, leider. Obwohl ich da gerne mal raufgucken würde. Und hochprügeln wird wahrscheinlich nichts. Ich hab gesagt, verschwinde! Okay, da kommen wir nicht hoch. Die Truhe waren wir auch schon. Gut, dann porten wir uns ins Molukkendorf. Wo haben wir es denn? Hier. Wir speichern. Na? Wie läuft's zwischen dir und... Bla bla, das kennen wir ja. Wir fragen uns hier noch einmal durch die Gegend. Ich will halt nichts verpassen, tut mir leid. Nichts, Ulele. Hier haben wir alles geholt. Bei dir vielleicht noch was? Oh. Mach mich zu einem guten Dieb. Puh, hast du Gold? Sonst zeige ich dir gar nichts. Meisterdieb, Gerissenheit 8. Ich bin noch nicht gut genug. Das würde ich noch sehr, sehr gerne lernen. Gerissenheit 8. 5. 6 können wir vielleicht lernen. Nee, das ist aktuell noch nicht möglich. Leider. So, aber ansonsten, hier ist noch eine Geisterlilie. Das Schloss ist zu schwer für mich. Leider. Oh, das würde ich auch so gern können. Der Voodoo-Kessel, noch einmal kurz in die Häuser reingucken. Auch alles leer. Hoshi, Tawonga. Nichts mehr. Ich gucke noch, ob ich jemanden beklauen kann. Ono Palava, Gucho. Nein? Dich vielleicht? Nein? Okay, dann würde ich sagen, schließen wir uns hier an. Hi. Ich habe mich entschieden. Ich gebe dir mein Wort. Wir kämpfen gemeinsam gegen Crow. Dann will ich dir vertrauen. Und alles mit einem Wort. Viel einfacher als ein Blutschwur. Kommen wir mal zurück zu deinem Plan. Mein Plan ist Voodoo. Machtvolles Voodoo wird uns helfen, Crow aufzuhalten. Klingt gut. Bringst du es mir bei? Hör mir zu. Die Macht des Voodoo ist ein Geschenk der Ahnen. Doch nur der Chaka und die Kiki werden in die Geheimnisse des Voodoo eingeweiht. So will es das Gesetz der Shaganumbi. Gesetze kann man brechen. Du gabst mir dein Wort und ich vertraue dir. Doch ohne die Weisheit, den Rat und den Segen der Ahnen werde ich nicht das Gesetz der Shaganumbi brechen. Es war mir schon fast klar, dass jetzt noch irgendeine Prüfung kommt, die wir erfüllen müssen. Wie kriegen wir den Segen der Ahnen? Du wirst den Ahnen Yisakil rufen. Was muss ich tun, damit der Ahne erscheint? Tanzen? Du brauchst sein Idol. Ich schickte Tahana, es zu verstecken, damit es nicht den Piraten in die Hände fällt. Haben wir das vielleicht sogar schon? Ja, wir haben das sogar schon, wo wir hier alles abgesucht haben. Das ist ja mega geil. Wir fragen trotzdem noch mal kurz nach. Was genau machen wir mit dem Idol? Wir bringen es in den Tempel der Ahnen. Wohin auch sonst? Die Ahnen selbst waren es, die ihn errichtet haben. Dort wird Yisakil erscheinen. Wer ist Yisakil? Er ist der Beschützer der Shaganumbi. Er leitet uns mit seinem Rat und schenkt uns sein Wissen. Er ist es, der uns lehrt, die Geheimnisse des Voodoo zu nutzen. Ey, dadurch, dass wir so Erforschungsdrang haben, bin ich echt froh, dass wir das jetzt alles schon mitgenommen haben. Das erspart uns Zeit, die wir... Ja, was heißt das erspart Zeit? Wir haben das ja davor schon gefunden. Ich habe das Idol der Ahnen. Gut. Damit werden wir den Ahnen rufen. Die Wache wird mich nicht reinlassen. Samir ist der Wächter der Ahnen. Entschuldigung. Seine Stärke erlangt er durch sie. Besiegst du ihn, Hike Umbara, darfst du hinein und wir werden den Zorn der Götter abwenden. Das kriege ich hin. Ich werde schon mit ihm fertig. Er wird dich prüfen und die Ahnen werden dein Wort hören. Sprichst du wahr, sind sie dir gewogen und du kannst ihn besiegen. Und wenn sie mir nicht gewogen sind? Wir sehen uns im Tempel. Hey, Chani, was passiert, wenn... Ach, was soll's. Er stirbt. Mit Voodoo kenne ich mich nicht aus. Noch nicht. Wir kriegen das jetzt hin. Also ich mache mir da gar keine Gedanken. Wir gehen jetzt noch kurz zum Lagerfeuer. Ich möchte das restliche Fleisch braten. Ich hoffe, das geht dann im Großen hier. Oder auch nicht. Das macht mich traurig. Haben wir hier noch irgendwo eins? Kann ich hier nirgends kochen?
Ja, wir haben ja noch 10 Proviant, also es wird schon schief gehen. Grog haben wir auch noch genug mit 5 und Bloody Mary notfalls auch, also wird schon schief gehen. Und wir haben den neuen Degen und Klingenfest habe ich auch einmal gelernt. Wir müssen generell mal mehr auf die Waffe leveln, da habe ich noch gar nichts investiert. Wir speichern natürlich ab. Hi. Capo! Hör zu, ich werde hineingehen und du wirst mich nicht aufhalten. Sheku, Kucho. Es gibt für dich keinen Grund, hier zu sein. Was willst du? Ich rufe einen der Ahnen. Ha! Und wie willst du das anstellen, Kucho? Ich dachte mir, ich benutze das Idol. Ich erkenne keine Lüge in deinen Worten. Der einzige Weg für dich führt an mir vorbei. Dann kämpfen wir. Dann lass uns kämpfen. Das werden wir. Doch zuvor will ich wissen, ob du würdig bist. Höre, die Ahnen geben mir die Macht, die Wahrheit zu erkennen und die Stärke, jeden, der nicht wahr spricht, zu besiegen. Sag mir, welchen der Ahnen willst du rufen? Ich kenne seinen Namen nicht, oder? Seinen Namen kenne ich nicht. Sag mir, wer bist du? Oh Gott, ich muss die Wahrheit sprechen. Ich bin Spion der Inquisition. Sag mir, wer ist dein Chaka? Ich bin mein eigener Herr. Deine Worte sind ohne Würde, ohne Erkenntnis. Was? Mist. Tja, ich habe keine Wahl. Ich muss da jetzt rein. Wir werden kämpfen. Doch die Ahnen sind mit mir. Nun, verteidige dich. Ich habe doch die Wahrheit gesagt, oder? Bin ich würdig? Alter, macht der Schaden. Hilfe. Aua. Alter, macht der Schaden. Ich bin trotzdem würdig, ist mir egal. Ist es jetzt schlimm gewesen? Aua, aua, aua. Weg hier. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Alter, das ist so unfair, das kann ich übrigens auch. So. Das war nicht fair. Ich brauch den Schuss. Wir machen aber mittlerweile schon mehr Schaden. Hilfe. Jetzt. 3 schöne Hits. Wenn ich nur einmal rollen würde, würde ich auch mehr machen können. Ich bin würdig. Easy. Die Ahnen sind mit dir. Du bist würdig. Okay, dann ist es kackegal, was ich gesagt hätte. Schön. Wir speichern. Vielleicht hätte ich dann, wenn ich die Wahrheit gesagt hätte, dem entgehen können. Ich habe Samir besiegt. Du bist nun würdig, hier zu sein. Ein gutes Zeichen. Es wird Zeit, sich den Ahnen anzuvertrauen. Gut, dann werde ich mal mit dem Ahnen sprechen. Nimm das Idol und setze es ein. Sei vorsichtig. Niemand weiß, wie die Ahnen reagieren, wenn man sie ruft. Wir speichern nochmal ab. Kann ich hier reingucken? Noch was klauen davor? Trank des Rituals, Jadestein und Goldbrocken. Erstmal beklauen, bevor ich sie rufe. Das ist sehr gut. Das ging schnell. Hi. Ich bin zurück. Wer wagt es, den gerechten Frieden der Ahnen zu stören? Ich bin... Du hast mich gerufen. Du bist kein Chaka. Du bist kein Chaganumbi. Ich bin mit Chanir. Ich habe Samir besiegt. Ich habe Samir besiegt. Er kämpft mit der Kraft, die wir ihm gewähren.
Wärst du nicht würdig, hier zu sein, dann wärst du jetzt tot. Die Weisheit der Ahnen ist unermesslich. Da du mich gerufen hast, darfst du daran teilhaben. Also, was willst du von mir? Ich... Moment. Ich gewähre dir 3 Antworten, nicht mehr und nicht weniger. Aber sei gewarnt. Meine Antworten sind vielleicht nicht das, was du erwartest. Oh Gott. Dann fragen wir einfach die 3. Ich will Voodoo lernen und brauche deinen Segen. Warum sollte ich dich segnen? Ich muss Crow aufhalten. Damals wie heute. Es hat sich nichts geändert. Ein Sterblicher will einen anderen töten. Kannst du meinen Fluch brechen? Welchen Fluch? Kannst du meinen Fluch brechen? Du hast einen Schwur geleistet. Einen Blutschwur? Nein, da kann ich nichts machen. Damit musst du allein fertig werden. Gib mir wenigstens einen Tipp. Halte dich von mir fern. Na super. Crow beschwört den Zorn der Götter. Er trägt den Speer der Titanen, den Shihoku Tiva. Du wirst ihn töten. Dann such dir ein paar kräftige Männer und greif ihn an. Dafür brauchst du nicht meinen Segen. Das reicht jetzt. Du durftest mit mir sprechen. Jetzt ist es vorbei. Warte, ich bin noch nicht fertig. Nein, du hattest eine Chance. Ich muss nun zurück. Hey, hör mich an! Die Titanenlords sind dabei, die ganze Menschheit zu vernichten. Mara führt da draußen einen Krieg und du spielst deine Spielchen mit mir. Was hast du gesagt? Ich sagte, du spielst nur mit mir. Nein, nicht das. Sagtest du gerade Mara? Ja, sie befiehlt die Kreaturen des Meeres. Mara. Damals hat sie uns in die Dunkelheit getrieben. Viel zu lang waren wir ihre Sklaven. Immer noch leiden die Chaka. Höre. Du wirst dich hier stellen, ja? Dann geh. Geh mit Chani. Kämpfe gegen Mara und alle, die ihr folgen. Dann gibst du mir deinen Segen? Chi. Und jetzt geh und lerne Voodoo. Tihi. Hat gut funktioniert. Kann ich ihn beklauen? Ach nein, nicht den Sarg. Ach, das ist damit gemeint. Ich hab ihn schon beklaut in dem Fall. Yisakil gab dir seinen Segen. Ja, also, was ist dein Plan? Mein Vater Bakir handelt aus Angst. Sie umklammert seinen Geist. Worte bringen ihn nicht zurück auf den Weg der Shaganumbi. Ein paar Schläge auf den Hinterkopf könnten helfen. Das ist der Weg der Piraten. Unser Weg ist Voodoo. Dann bring's mir endlich bei. Dann bring es mir bei. Ich bin bereit. Eins der Geheimnisse ist Kontrolle. Kontrolle über den Geist. Klingt unangenehm. Wenn mein Vater nicht allein das Richtige tut, werde ich es für ihn tun. Seinen Geist kontrollieren. Ihn übernehmen und durch ihn sprechen. Das ist die Macht der Voodoo-Kontrolle. Stimmt. Warum übernimmst du dann nicht Crow? Der Shihoku Tiva schützt seinen Geist. Nein, ich kann ihn nicht kontrollieren. Der Weg führt nur über meinen Vater Bakir. Was ist mit mir? Wozu soll ich Voodoo lernen? Wir brauchen auch etwas von Bakir selbst. Etwas von seinem Körper. Hier liegt doch bestimmt noch irgendwas rum. Ono Pirat, du musst zu ihm gehen und ein Haar von ihm bringen. Wenn ich da hingehe, wird das ein blutiges Gemetzel. Deshalb werde ich dich lehren, einen der ihren zu übernehmen. Als einer von ihnen kannst du dort sein, ohne Blut zu vergießen. Das stimmt. Dann bring's mir endlich bei. Bring mir Voodoo bei. Das erste Geheimnis des Voodoo ist die Erschaffung. Jeder Zauber beruht auf den richtigen Zutaten. Tränke, Zepter, Puppen. Jeder Zauber erfordert sein eigenes Hazaka. Werkzeug? Chi. Werkzeug. Um einen Geist zu kontrollieren, brauchst du die richtige Puppe. Sie ist ein Zeichen für den Körper. Ich zeige dir, wie du eine solche Puppe erschaffst. Okay. Wie funktioniert Kontrolle? Du musst dein Ziel sehen, die Puppe heben und den Zauber wirken. Dein Geist wird deinen Körper verlassen und dein Ziel übernehmen.
Wenn du den Geist beherrschst, kannst du durch seine Stimme sprechen. Auch kannst du die Schritte des Körpers lenken, aber ihn niemals zwingen, eine Waffe zu erheben. Okay, noch weiter? Wen soll ich übernehmen? Jim. Er bringt die Lieferung zu Crow. Es wird niemanden verwundern, wenn er zum Tempel kommt. Teil der Lieferung ist ein Idol. Mit diesem Idol wirst du zu Barkir kommen. Sorge dafür, dass die Lieferung vollständig ist, bevor du Jim übernimmst. Das haben wir schon erledigt. Wie erschaffe ich eine Voodoo-Puppe? Ich werde dich lehren, sobald du das Haar von Jim hast und die Lieferung fertig ist. Das kriegen wir hin. Okay. Das heißt, wir werden uns jetzt mit den Mächten von Voodoo beschäftigen und hoffentlich noch ordentlich da was rausholen können. Ich bin schon gespannt, wie das weitergeht. Ich hoffe, das wird gut. Okay, auf jeden Fall, ich danke euch allen fürs Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder, wenn wir Jim das Haar klauen und wir anfangen, Voodoo zu lernen. Auf jeden Fall, danke fürs Einschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch eine schöne Zeit.